Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier auf Abu Bambule TV. Ich möchte euch begrüßen zu einer Partie Command and Conquer. Ja, ihr habt richtig gehört. Der allererste Teil, ihr seht hier unten Copyright 1995, 96, 97 Westwood Studios. Ja, da war das noch nicht mal EA, da war Command and Conquer noch richtig, richtig gut, bevor Electronic Arts das dann in die Finger gekriegt hat und gelinde gesagt so ziemlich versaut hat. Es gibt einen Inder, der nennt sich Aditya Ravi Shankar und der, so habe ich zumindest heute in den großen Gazetten hier in Deutschland gelesen, hat sich die Mühe gemacht und das gesamte Spiel in HTML5 nachgebaut. Ich weiß nicht, warum er das macht, vielleicht war ihm einfach nur langweilig. Er hat gesagt, er hat es gemacht, weil ihn das in seiner Jugend total inspiriert hat, das Spiel und die Möglichkeiten, die es damals hatte. Und man muss ja ehrlich dazu sagen, es war einfach damals ein Genre-Kracher. Das war einfach das Strategiespiel schlechthin. Und ja, er hat das halt eben nachgebaut und stellt es jetzt allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Man muss einfach nur auf die Webseite gehen. Die findet ihr übrigens in der Beschreibung und dann kann man Command & Conquer hier spielen. Und genau das werde ich jetzt machen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und seid mit dabei. Wir werden einfach mal reingehen und schauen, was uns erwartet. Ja, und als allererstes müssen wir wählen zwischen Brotherhood of Nord, den bösen Terroristen um Kane herum, die versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, oder der Global Defensive Initiative. Die Jungs, die praktisch versuchen, den Weltfrieden zu wahren und sich aus Truppen rund um den Globus zusammensetzen. Ich bin natürlich ein Bad Guy, deswegen wähle ich hier einfach mal die Brotherhood of Nord und wir gucken mal, wie es weitergeht. Brotherhood of Nord selected. So, you're the new addition to the Brotherhood. Well, I'm Seth, just Seth. From God to Cain to Seth. I am his right hand, and I have a task for you. This is Nakumba, and he is causing the Brotherhood much grief. His views do not coincide with ours, and that makes him dangerous. Silence him. Oh ja, klasse. We are going to have to act if we want to live in a different world. So, jetzt ist die Musik ein bisschen laut. Das setzen wir einfach mal runter. Boah, ist das krass, ey. Das sind sogar die alten Soundtracks. Wie geil ist das denn bitte? Das sind wirklich die alten. Und wir machen mal weiter hier. Also selektieren, Linksklick, damit kann man sich hier dann bewegen auf der Karte. Ihr seht schon, er hat sich da richtig viel Mühe mitgemacht. Das sieht richtig genial aus. Die beiden Buggies geben uns hier die Option, das Ganze schnell zu gestalten. Und da kommen auch schon die ersten Einheiten. Man muss ein bisschen aufpassen, es ist ein bisschen tricky hier. Ah, wo sind meine Jeeps hin? Ah, da. Bei der Selektierung, weil sobald man hier außerhalb dieses HTML5-Fensters kommt, dann verliert man die aktuelle Auswahl. So, ja, dann wollen wir nochmal gucken hier, was uns erwartet. Wie gesagt, unser Auftragsziel ist es hier, diesen einen Abtrünnigen auszuschalten. So, wo sind hier die nächsten GDI-Soldaten? Da kommt wieder einer. Mega gut. Da werden Kindheitserinnerungen. Oh Gott, wie alt war ich denn da? Da war ich so 14 oder so, als das rauskam. Und das war mit Abstand natürlich das Strategie-Game auf dem Planeten, was man spielen musste. Da gab es vielleicht noch einen StarCraft. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Müsste ich jetzt aber auch erst nachgucken. Aber das ist so entweder kurz davor, kurz danach rausgekommen. Dann gab es noch einen Dune eventuell noch, was man noch gespielt hat. Das ganz, ganz alte mit Ordos, Atreides und den Harkonnen. Und dann hörte es aber auch auf. So, jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen scrollen. Die Jeeps machen hier gerade schon eine ordentliche Arbeit, aber der sollte hier mal ganz schnell verschwinden. Der geht nämlich sonst kaputt. Und warum schießt der andere eigentlich nicht hier? Was ist hier los? Wir wollen ja hier nicht freiwillig. So, schießen wir auch zurück? Ja, wir schießen zurück. Sehr gut. So, hier oben ist nichts mehr. Na, da bin ich wieder rausgekommen aus dem Feld. Das ist natürlich ein bisschen, gut. Es ist, dafür, dass es umsonst ist und dafür, dass es so ein alter Klassiker ist, können wir über so einen kleinen Fehler hinwegsehen, dass wenn wir da praktisch
aus Versehen aus diesem Feld herauskommen, dass wir dann die Auswahl hier verlieren. Aber wir haben schon einige Soldaten jetzt hier am Start. Die erste Mission ist natürlich auch recht einfach. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich das komplette Game nachgestellt hat. Oder nur Teile davon. Die Videosequenzen, so stand es zumindest im Interview, wo ich es gelesen habe, hat er sich jetzt einfach mal frecherweise ohne Erlaubnis oder Rücksprache mit Electronic Arts, denen natürlich jetzt die Rechte hier vorliegen, geschnappt. Finde ich persönlich nicht schlimm. Electronic Arts hat natürlich gleich entsprechend darauf reagiert und gesagt, ja, wir haben da so ein Team, das kümmert sich darum. Da dachte ich mir auch, ein Team von Anwälten wahrscheinlich, die den armen Mann jetzt hier zu Tode nerven wollen. Aber man sollte sich doch da vielleicht einfach freuen, dass da sich jemand diese Mühe macht und sowas hier nochmal umsetzt. So, können wir da jetzt eigentlich hier unten? Da kommen wieder ein paar Soldaten. So, weiter nach links geht's nicht. Also wir sind hier schon, oder doch? Das mit dem Scrollen, das klappt noch nicht so richtig. Doch, eigentlich schon. So, dann fahren wir hier unten lang. Da kommen wir nicht rum, oder? Doch, doch, doch. Der eine Jeep passt da durch. Sehr gut. Nee, also hier ist Schluss. Da ist der Rand. Seht ihr, da geht's nicht weiter. Jetzt haben wir wieder die Auswahl verloren. Ziehen wir wieder auf. Ja, und dann stürmen wir hier mal nach oben. Oh, ich freue mich schon auf die Helikopter. Auf die, was waren denn das? Waren das Chinookis? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber damit konnte man dann immer diese Infiltratoren einladen. So, erstmal hier den Brückenkopf einnehmen. Oh, da hängt es ein bisschen. Ah, das ist ein Zivilist. Oh, von wegen hier Zivilist. Was ist denn mit dem los? Der schießt auf uns. Bist du bescheuert? Oh, und da kommt der erste GDI-Jeep. Dann wollen wir den mal ganz schnell hier kaputt machen. Bam, explodiert. Wir stürmen über die Brücke. Also am coolsten bis jetzt auf jeden Fall die uralte Grafik, einfach mega gut. Und ah, hier, die Dörfer, da sind auch die Zivilisten. So, der hier, der backt so ein bisschen. Der hängt irgendwie fest hier unten. Den kriegen wir da auch nicht mehr raus. Okay, der ist also weg. So, wir zerstören hier erstmal in aller Ruhe das Dorf. Ich weiß gar nicht, ob er sich da drin versteckt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist einfach schon zu lange her, aber alles, was wir haben, kann man hier natürlich auch erstmal kaputt machen. So, währenddessen kann der Jeep hier vielleicht schon mal eine Runde rumfahren. Ja, okay. Irgendwie, ja, doch, er kommt wieder zurück. So. Versuchen wir den hier nochmal rauszubekommen. Und man darf glaube ich nicht zu schnell klicken, dann verliert man die Selektion auch. Na gut, ist nicht weiter schlimm. Komm, wir laufen erstmal mit den Soldaten hier unten rein, dann geht das schneller, dann können wir nämlich auch einfach mehr Leute drauf schießen. Und dann zerlegen die das hier auch ganz schnell. Ich glaube, wenn man die Häuser alle kaputt macht, dann konnte man irgendwie unten, gab es was zum Einsammeln oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Währenddessen kann der Jeep hier schon mal eine kleine Erkundungstour vornehmen. Okay, hier scheint zumindest nichts mehr zu sein. Sehr gut. Sehr gut, und dann haben wir jetzt das letzte Gebäude. Ne, da oben steht noch eins. Aber ist nicht mehr viel. Ah, ich glaube, das hier ist der Typ. Ist das der Typ? Wir gehen erstmal hier runter, kurz noch mit den Soldaten. Nee, okay, da scheint nichts mehr zu sein, oder? Doch, da hinten? Nee, okay. Dann laufen wir mit allen hier wieder hoch. Und das ist auch die Höhe, auf der wir angefangen haben, glaube ich, ne? Ja. So, also muss das hier der Bösewicht sein. Dann kann der ja schon mal unser Target hier
Auch geil. Ich renne mit den Armen nach oben um den Jeep herum, der auf mich schießt. So. Und damit sind wir fertig, oder? Mission accomplished. Jawohl. Das war die erste Mission. Also, mega gut. Und ich denke, wir werden eine kleine Serie draus machen. Back so soon. Let's see how you do with something important. For too many years, GDI forces have maintained a stranglehold on Egypt. It's fallen upon us to liberate these citizens crying out for a better way of life. Kane wants to establish a base here to eliminate the smothering presence of GDI. It's too risky to move our heavy forces in, so we want you to sneak in with a few expendable troops and set up a forward attack post. By the way, there's more than enough Tiberium for you to harvest. That should easily pay your expenses. If you are detected, you fail. If you fail, you die. Ah, das war mal das Schöne an den Nods. Die haben da gar nicht lange rumgefackelt. So, und wir haben jetzt tatsächlich hier ein Baufahrzeug. Damit kann man die Basis bauen. Mega gut. Powerplane kann man da bauen. Wir scrollen mal hier nach rechts rüber ein bisschen, damit wir was sehen. Holen mal unsere Einheiten nach vorne. Mega geil. Tiberium, richtig. Der gute alte Rohstoff, den wir brauchen. So. Das Kraftwerk sitzt, wird gebaut. Dann bauen wir natürlich als erstes eine Raffinerie. Und ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall eine Serie dazu machen, weil es scheint wirklich so, als hätte er sich die Mühe gemacht, hier das komplette Spiel nachzubauen. Also wirklich vom ersten bis zum letzten Level. Und da kriege ich ja jetzt schon echt irgendwie ein bisschen Bock drauf. So, wir gucken mal. Hier haben wir genug Platz. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen bauen. Hier ist das schön geschützt. Ah, hier beginnt das Tiberium. Da sollten wir zumindest mit unseren Soldaten nicht reinlaufen, weil die kriegen da, glaube ich, Schaden. War zumindest so, wenn ich mich dann auch richtig dran erinnere. Aber ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Wir können ja einfach mal probehalber hier einen in dieses giftige Tiberium-Feld reinschieben. Und dann sehen wir, ob der Schaden bekommt oder eben nicht. Und, geht der Balken runter? Nö, scheint nicht so zu sein, oder? Nö, okay. Dann ist das erstmal hinfällig. Ich dachte, das wäre früher so gewesen. Kann sein, dass es erst bei einem späteren Teil dazu kommt. Wenn ihr es wisst, ich freue mich über Kommentare. Ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Schreibt mir, sagt mir, was ihr davon haltet. Es spielt selber. Also ich gebe, wie gesagt, die URL gerne bekannt. Und vielleicht spielt ja jemand von euch GDI. Und man kann sich zusammentun und hier so ein Play-Together machen, weil das Geile ist, das Spiel bietet auch noch Multiplayer an. Ja, also man kann hier wirklich auch gegeneinander spielen, auch die Mühe hat das sich gemacht. So, die Raffinerie ist noch nicht fertig, jetzt ist sie fertig. Wo bauen wir es mal hin? Na komm, dann bauen wir es hier hin. So, dann bauen wir natürlich noch eine Kaserne, die Hand of Nod. So, wir sehen da oben, unsere Ressourcen werden kontinuierlich weniger für den Bau der Kaserne. Die ist jetzt fertig. Stimmt, man musste, glaube ich, immer in der Nähe von einem Gebäude bauen, weil sonst... So, da ist immer schon oben am Ende der Map angekommen. So klein waren die Karten damals. Ja. So, wir bauen mal noch eine Raffinerie. Nee. Ach ne, richtig, hier, die Raffinerie läuft. So, und der Engineer, der war, glaube ich, der die gegnerischen Gebäude übernehmen konnte. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich baue jetzt einfach mal einen, habe ich gerade Bock drauf. Ich glaube, mit dem konnte man in gegnerische Gebäude reinrennen. Das habe ich früher nämlich immer liebend gern gemacht. Diese Chinooks-Hubschrauber gebaut, dann rübergeflogen mit einer Handvoll Ingenieuren drin. Und dann einfach gelandet und die gegnerischen Gebäude eingenommen. So, da kommt ein GDI-Truck. Wir kämpfen übrigens in Ägypten, wer der englischen Sprache nicht mächtig war, das kann ja sein, und sollen hier die Ägypter befreien. Von der Tyrannei der GDI-Herrschaft. Die Leute wollen hier, haben praktisch rumgebettelt, dass wir als Nod hier kommen. Und da unten sehe ich den gegnerischen Harvester. Den holen wir uns dann natürlich sofort hier.
Den lassen wir nicht wegkommen, Freunde. Das geht ja mal gar nicht. Ja, die Soldaten brauchen natürlich ein bisschen. Schnell erstmal weg, da kommen die ersten Soldaten. Also hier ist die GDI-Base. GDI, sorry. So, wir machen mal noch einen Ingenieur. Also im Vergleich zu heutigen Strategiespielen ist die Grafik natürlich ein bisschen betagter, ja. Aber es macht immer noch mindestens genauso viel Laune. Alleine der geile Soundtrack und vor allen Dingen, was mir ja richtig gefallen hat damals, waren diese Videosequenzen. Ja. Oh, bei dem Harvester muss man, glaube ich, aufpassen. Der kann über die Fußsoldaten drüber fahren. Also hier über die Soldaten. Wow. Nein, nicht drüber. Oh. So, los, macht ihn kaputt. Macht ihn kaputt. So, wir scrollen mal rüber. Zwei Ingenieure sind schon fertig. Wir kriegen hier fleißig Geld. Und das ist das Problem. Wir kriegen nicht genug Geld, weil wir haben nur einen Harvester. Und ich dachte, man könne irgendwie auch Harvester zusätzlich noch bauen. Aber irgendwie passiert da nichts. So, den gegnerischen Truck haben wir übrigens zerstört, den gegnerischen Harvester. Und der dritte Ingenieur ist fertig. Dann schicken wir die doch mal rüber. Unsere Tiberium-Raffinerie hat auch schon fast alles erledigt. Hier übrigens der Energiebalken. Ja, dafür brauchen wir das Kraftwerk, weil desto mehr Gebäude wir hier bauen, umso mehr Strom verbrauchen wir natürlich. Und der muss ja auch erstmal irgendwo herkommen. So, ich gucke nochmal die Karte. Nö, wir haben soweit alles. Hier ist also jetzt die GDI-Base. Ich versuche mal einfach hier schon mal mit so einem Jeep vorzufahren, um mal zu gucken, ob und wie schnell wir da reinkommen. So, ihr kommt mal hier vorne hin. Ah ja, da ist die gegnerische Kaserne. Dann nehmen wir den hier mal auseinander. So, wir haben die nächste Raffinerie fertig. Brauchen wir natürlich noch ein Stück näher dran, damit die Harvester noch ein Ticken schneller da sind. So, da wird fleißig gekämpft hier. So, und die müssten, ja, die müssten das jetzt einnehmen können. Wie geil. So, wir gehen mal hier hoch. Gucken, ob hier noch irgendwelche anderen Sachen sind. Also hier sehen wir noch eine Raffinerie stehen. Ah, hier ist noch ein Jeep. Ui, 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 okay, das sind ein paar. Schnell erstmal zurück hier. Da brauchen wir vielleicht doch noch unsere Fußtroops. So, und dann würde ich sagen, nimmst du das hier ein. Ha, wie geil. Du nimmst das Ding ein und du hier das Kraftwerk. Und dann sollte das auch passen. So, der Jeep ist schon tot. Unser Ingenieur kommt zwar mit Beschuss, kommt da rein, yeah, er ist drinne, bam. Ach komm, bevor wir hier das Kraftwerk nehmen, dann nehmen wir uns doch hier direkt das Dings. Dann können wir hier das alles noch zerstören. Ein Jeep nehmen wir mal noch sicherheitshalber, um alles zu erkunden, während der letzte Ingenieur noch das Baufahrzeug hier, beziehungsweise den, wie hieß denn das, hieß das Depot? Ich weiß gar nicht, steht nicht dabei. Aber ich glaube, das hieß irgendwie Depot oder so. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht genug Energie dadurch, dass wir jetzt so viele Dinger übernommen haben. Vielleicht können wir ja hier einen übernehmen. Hier können wir übrigens jetzt auch Barracks bauen. So, dann bauen wir mal noch einen Power Plant. Gucken, wird es bei uns angezeigt? Ich könnte schwören, früher, wenn man da hier so drüber gehalten hat, dann kam die Bezeichnung. Kann mich aber auch irren, will mich jetzt hier nicht festlegen. Auf jeden Fall zerstören wir jetzt hier das gegnerische Depot. Energiekraftwerk. So, bauen selber mal noch eins, damit wir wieder ein bisschen Strom haben. Und damit sind wir fertig. Mission 2 ist abgeschlossen. Also ich finde es saugeil und werde es natürlich auch weiterspielen. Und hier kriegen wir jetzt gerade auch die Meldung. Register as Beta Tester to play more missions. This was the last mission in this campaign. More are currently in Beta Testing. To play more missions and get special access to my latest game projects like Commandos. Commandos hat er auch noch gemacht in HTML5. Please register as a Beta Tester using the form on the right. Ja, wir werden das uns auf jeden Fall die Mühe machen und uns als Beta Tester hier registrieren, um natürlich auch noch weitere Missionen zu spielen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall über einen Kommentar, über einen Like. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Channel abonniert. Ihr könnt aber auch auf die Homepage gehen, www.abubambule.tv, und da erfahrt ihr auch alles Wissenswerte und Neue, was ich immer so anbiete und welche Spiele ich gerade in den Let's Plays habe und auch im Stream. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend, sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.